Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Nero LP. Oh, und ich bin Metal Mario Master. Wir begrüßen euch zurück zu Raft. Anker. Ja, lange ist es ist lange her und Nero ist wieder im Wasser gespawnt und hat dabei sogar ein Achievement bekommen. Ja, wie auch immer das möglich ist. Irgendwie unter 100 Meter irgendwie. Jeder, was du ja bekommen hast. Ja. Als du unter Wasser gegangen bist, unter 100 Meter. Obwohl ich genau unterm Floß war. Wo schon einmal angeklammert, bevor ich gespawnt wurde. Ja. So, um nochmal darauf hinzuweisen, was wir jetzt machen. Daniro, steuere das Schiff auf die Insel zu. Ja. Hab ich den Anker aus? Ja. Anker ist oben. Okay. Irgendwie bewegen wir uns nicht. Dann müssen wir die Motoren mal kurz anstellen. Ja, schmeiß die mal an. War nur für eine Sekunde. Ein paar sind ja jetzt hinten. Ja. Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Alle, ne? Da hinten ist auch noch eine kleine Insel. Ja, die habe ich auch schon gesehen, aber lass erstmal diese Insel da ansteuern. Ja, ich bin am Anfang an. Suppe. Irgendwas plätschert hier auf dem Floß. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber es macht mich gerade ein bisschen nervös. Warum sind die Wellen so hoch, ey? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß doch nicht mehr. Bin ich ein Steuermann oder was? Finger weg von unserem Blumen, ey. Was? Sind die Vögel da schon wieder drauf gegangen? Ja. Ein Drecksvögel, ey. Wir bewegen uns mal nicht, oder? Doch. Jetzt bewegen wir uns. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren letztes Mal. Ich weiß es ja auch nicht. Nicht, aber wir können ja mal kurz nachgucken. Ich muss mal nach. Nach links. Ja, ich wollte gerade sagen, fahr mal bitte da nach links und stoßen wir an. Kannst du meinen Anker vielleicht? Ja, mache ich. Einen Moment. Anker ist gelichtet. Okay. Also Anker ist unten. Dann wollen wir uns mal hier eben umschauen. Ja. Mal sehen was wir hier finden. Ja, den Motoren wollte ich hier umplatzieren, genau. Ich tue mal den einen Motor ja schon mal wegpacken, weil. Ja, ich sammle hier auch mal hier alles ein, was ich hier so kriegen kann. Weil der eine Motor, der sieht schon. Oh, ja. Ich glaube da, dass wir hier tatsächlich schon waren. Ja. Und weil ich sehe, ich habe hier nämlich nur zwei Blumen gefunden. Und ich sehe hier mal so überhaupt keine Bäume und so. Ja, dann. Ja. Na, warte mal, ich schaue mich hier nochmal eben kurz um. Ich meine, ich war letztens auf einer Insel. Ich glaube, du warst unten. Unten hast du Materialien gesucht und ich war auf der Insel gewesen, hab hier alles eingesammelt. Okay, ja, dann warte. Ich habe noch Metallerz. Oh, sehr gut. Wenn ich da hinten war, ja noch eine andere Insel, also ja, ich habe hier Ton, habe ich noch Sand, noch mehr Ton und ich nehme auch mir ein paar Steine mit. Mit hier ist noch ein bisschen Seetang, nehmen wir mit. Mit ich schaue mich hier noch mal eben kurz um, bevor wir weiterziehen. Ja. Hier ist übrigens auch noch viel Loot. Ich sehe auch Schott, sehe ich gerade noch. Ja, sammel den ein. Nein, ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Ist das Ton oder ist das Sand? Ton, dunkel ist Ton, hell ist Sand. Ja, die sehen aber so gleich aus. Ich weiß, ich verwechsel das auch immer. Ja, jetzt habe ich nur zwei Ton. Na, ich nehme hier auch noch alles hier, was so an der Oberfläche hier rumschwimmt auf, also Planken. Genau, hier war ich. Jackpot, ruhig. Jackpot, Metallerz. Noch mehr Metallerz und noch mehr Metallerz. Hier ist noch voll viel Schrott, sehe ich gerade. Oh, hier ist auch Metallerz. Boah. Und Kupfer habe ich hier auch noch. Ein paar Riesenmuscheln. Das ist eine Planke. Nehmen wir mit. Haben die Riesenmuscheln nicht voll viele Sachen gegeben hier für. Für die Presse. Für die Presse, ja. Ja, also da hat die Presse ordentlich voll gemacht. Sammelst du so viel Eier, wie du kannst, dann können wir alles in die Presse werfen. Ja. Oder Ton, perfekt. Boom. Das ist noch Seetang, nehmen wir mit. So, oh, jetzt noch mehr Metallerz. Boah. Langsam geht's wieder. Wir haben hier echt schlampig gearbeitet.
Noch irgendwo. Ich sehe da noch was. Ich glaube, ich sehe da Kupfer. Oh, da bist du. Ja, ich sehe dich. Noch mehr Metallerz. Oh. Mehr Kupfer. Aber gleich ist mein, auch gebrauchen. Gleich ist mein Dings kaputt. Jetzt ist er kaputt. Mein Haken. Das noch mehr Metallerz. Oh mein Gott, hier ist voll viel Metallerz. 1, 2, 3. Musst du hier leider alles sammeln. Schrott. Ich habe keinen Haken mehr. Ja, mein Schrotthaken ist auch gleich kaputt. Hier ist auch noch Metallerz. Hier ist so eine Höhle hier unten. Wo? Kannst mich. Warte mal, wo bist du gerade? Oh, warte mal. War ich ja nicht schon drin? War ja nicht diese Höhle, diese Unterwasserhöhle, die ich gefunden habe letztens? Ich weiß nicht. Hier ist noch Ton. Nice. Hey, war ich doch. Warte mal, hier war ich doch letztens drin. Die Kiste habe ich doch eingesammelt letztens. Ist alles wieder respawned nochmal? Ich weiß es doch, weiß ich doch nicht. Hier ist jedenfalls irgendwo so eine Höhle unter den Felsen. Unter den Felsen. Da sind noch 3 Metallerze, aber ich kann die nicht einsammeln. Hier, ich sehe sogar noch mehr Metallerz. Da habe ich noch 2-mal Metallerz. Das sind noch ein paar Steine. Wo bist du? Also ich bin gerade. Jetzt habe ich ein Problem. Ich habe mein Haken ist kaputt gegangen. Nein, hier ist noch 3 Dinger. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich habe doch eine Idee. Moment. Kannst du einen herstellen? Ah, ich brauche 2 Kunststoff. Bleib da. Bleib genau da. Da rühr dich nicht von der Stelle. Warte mal, ich kann mir auch einen herstellen. Ich brauche nur einen Bolt. Ah, nee, ich habe ja kein Metallerz. Warte. Okay. Ja, bleib da und rühr dich nicht von der Stelle. Wenn du einen Haken machst, mach bitte einen Schrotthaken, wenn es geht. Einen Schrotthaken? Ja. Okay. Soll ich für dich einen herstellen? Ja, bitte. Ja, dann mein. Warte mal, was brauchen wir dafür nochmal? Wir brauchen einen Bolzen dafür. Hier ist auch nochmal Metall als Rohr. Ja, warte, ich mach uns eben einen. So. Dann brauche ich noch. Mach ich dir gleich einen mit. Ja, ich meine, jetzt haben wir ja wieder Metall. Jetzt habe jetzt hier 6 gefunden. 5 habe ich noch nicht eingesammelt. Das heißt, ich komme mit 10 nach Hause, mit 11. Ja, warte. Warte. 1. Ach, shit, ich. Scheiße. Warte, ich muss den Bolzen noch eben holen. Moment. Kleines Momentchen. Gleich habe ich's. So. Ich habe für dich auch. Okay. Bist du noch an Ort und Stelle? Warte, ich komme eben zu dir und gebe ich dir deinen Schrotthaken. Ja, gib mir den Schrott. Warte. Dann führe mich dann eben zur Unterwasser. Ah! Autsch. Du Stück. Ich. Warte. Ich werfe ihn dir hier eben ab. So. Ich fange den. Oh, dankeschön. Bitteschön. Jetzt natürlich so. Der Hai hier, ist klar. Na klar, natürlich. Ich habe noch ein paar Pfeile übrig. Also ich könnte mich noch zur Wehr setzen. So. Dann sammle ich mal kurz die Metalldinger ein. Geht so schnell wieder. Ja. Den Schrott, her damit. Das Sand kann man mitnehmen. Und Ton. Und dann muss ich auch wieder zum Floß gehen, weil ich gleich verdurste. Ich habe kein Wasser dabei. Ich sollte vielleicht auch mal zum Floß zurückkehren, weil ich verhungere sonst. So, Metallerz. Wie gesagt, führe mich gleich eben zur Unterwasserhöhle. Ja, ich habe ja schon. Eingesammelt. Ach so, das hast du schon eingesammelt. Ja. Ach so. Boah, ich habe 9 Metallerze gefunden. Boah, ich bin so happy, ey. Ja, ich habe auch 11, also haben wir wieder 20. Sehr gut. Jetzt geht er wieder. So, ich soll zurück zum Floß. Ich verdurste gleich. Da, ich habe was. Aber erstmal so viel Schrott, Mann. Boah.
Oh, ihr nächstes Mal, dem ich mal zu trinken mit. Alter, diese Kackpissvögel, ey. Die haben schon wieder auch. Ja, hier, die haben unsere Blumen gefressen, ey. So. Alles klar, dann. Honig da rein. Trinken, genau. So, warte, Moment. Ich tue jetzt erstmal die ganzen Samen da rein. So, ich sehe. So, Blume, gelber Samen. Hier sind die Blumen. So, Wasser. Irgendwo ist Wasser. Hier ist Wasser. Hey. Nee, nicht so gierig. Du wirst nicht verdursten. Ah, fuck. Nein. Ich verhungere. Na hier, Daniro, du hast mein letztes Essen geklaut. Jetzt muss ich verhungern. Ich habe einen Tipp. Iss was. Wow. Ja, ich weiß, ne? So. Ja. Und ich habe was gegessen. Weißt du, was ich gegessen habe? Kartoffeln. Nein. Oh. Ei. Ich habe das Ei einfach gefuttert. So. 15 Metallbarren, so muss das. Ich tue mal das Erz mit da rein, weil sonst habe ich einfach zu viel. Ja, genauso wie mein Kupfer und auch den Seetang tue ich da mal rein. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Ton. Ich habe hier aber noch ein paar Steine gefunden. Nein, geht da rein. Ich tue mal eine riesen Muschel wieder da rein. Stein. Natürlich brauchen ein ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ach, in der Presse kommt da rein. Ich dachte, in der Dings die Muschel kommt in die Pressereihe rein. Die Muschel ist doch keine Rohkost. Also, hab mich schon gewundert. So, wenn wir sie mal fertig erstmal, dann können wir zur großen Insel, falls wir die wiederfinden. War irgendwo ja. Hier in der Nähe. Nur wo wieder. Ja, nur wo. Ja, wo. So. Muss aber noch meine Speere hier loswerden. Ich habe noch ein Palmenblatt. Ach stimmt, ich habe ja auch noch Sand. Warte, den Ton tue ich erstmal in die Kiste rein, wo er hingehört. So, oh, 17 Schott eingesammelt, sehr gut. Weg mit dem Seetang, erstmal Metallerz. Gehst du da rein? So, was hat da rein? Okay. So, Sand ist auch drin. Hervorragend. Na, Ingeberg. Oh, da hat jemand ich hab was gehört. René hat ein Ei gelegt. Er hat ein Ei gelegt. Nicht. Und ich habe es mitgenommen. Und da liegt noch ein Ei. So, da brauchen wir eigentlich nicht mehr. Ne, dann packe ich das hier weg. Dann kümmere ich mal eben um die Tiere. Mal so. Wie breit reicht ja wohl, ne? Dann packe ich das. So. Ah, warum ist denn der Motor noch an? Nein. Na? So. Benötigt Biokraftstoff. Also, ja, weil das hier alles drin ist, deswegen. Ne? So, ihr, hey, ihr Bienchen, ihr könntet doch ruhig mal hier diesen Eindringling da hier zu Tode stechen. Hey, bist du gerade über die Stücke gesprungen? Nein, über die Blumen. So, ich glaube, die Insel war links von uns, ne? Ich glaube, ja. Na, wo? Ja, übrigens, genau. Ja, wo? Wo müssen wir eigentlich nochmal hin? Oh. Wir sind 600 Meter entfernt von diesem blauen Ding, wo wir ursprünglich hin wollten.
Wir wollten nach. Nach. Wie hieß es? Wir wollten nach. Caravan Town. Caravan Town. Caravan Town, da wollten wir hin. Ja. Denn das ist unser nächstes Ziel. So, Metallbahn. Dann 19 fertig. Boah, da hinten ist Loot. Gehen wir mal da hin. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Ich glaube, wir haben die Insel schon wieder verloren. Ach, scheiße. Hast du halt Metallerz? Naja. Okay. Ja, genau, tu mal rein. Mal am Holzen. Oh, das ist ein Müllwürfel. Nice. Ich habe einfach mal in Richtung Loot gesteuert. Das ist immer eine gute Idee. Ah, Kraftstoff ist fertig. Ich komm damit rein. So. Da kommt der Loot. Oh. Da kommt der Loot. Und ich muss mal eben die Grills feuern. Nein. Genau das brauche ich doch. Ja, damit. Und dann auch. Ja, damit. Nein. Hm. Ja, damit. Geh mit dem Kunststoff. So. Ich bin gespannt, was wir in Caravan Town so erleben. Hoffentlich nicht schon wieder Bären. Ich sehe da hinten was. Da hinten ist das. Okay, das ist ein Handelsposten. Ich habe schon gedacht, was war das hinten so am Leuchten? Ich glaube, da hinten ist die Insel, links von uns. Oh, das klingt ziemlich cool. Nur was das für eine ist, ob das wieder so eine kanadische Insel ist oder. Also mit Bären. Noch bitte nicht schon wieder Bären. Bären. Dieser eine Bär war ja nicht so schwierig auf diesen Insel. War ja, nur ja der Superbär, die... der. Na, der uns Probleme gemacht hat. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht in der Lage sind, diesen Superbär Herrn platt zu machen. Nein. Ja, bestimmt irgendwie. Du halt wahrscheinlich jetzt nicht. Ja, steuer mal auf die Insel links zu. Ja, eine Sekunde. Ach, ist wieder keine Plank. Ich höre. Hi. Du. Finger weg. Spüre mein Holzspeer. Nein, das hat nicht geholfen. Es hat nicht geholfen. Verdammt. Ja. Wir brauchen unbedingt wieder Metallwaffen. Naja, ja, kann man jetzt langsam wieder erstellen bald. So. Ist aber auch eine komisch geformte Insel irgendwie. Mhm. Das sind ja die mehrere Stockwerke irgendwie. Mhm. Dann bin ich mir nur ein. So. Ich glaube nicht. Diese Insel sieht sehr aus quadratisch aus. Sieht aus wie ein Würfel. Aus wie ein Kuchen von dir aus. Ja, wie so ein Würfelkuchen. Ich werde mir die Insel gleich mal ansehen. Holz. Holz. Ja. Also ich werde auch die ganzen Müllwürfel und die Handelsmünzen mal mitnehmen. Naja, da unten habe ich schon den Handelsposten gesehen. Ja, ich sehe ihn da oben. Der ist beleuchtend. Ich muss hier erstmal hier die ganzen Kartoffeln einsammeln. Sind wir auf dem Weg? Auf dem Weg zur Insel? 1A. Ja. Ich werde nur eben einige Kartoffeln da rein buxieren. Genauso wie Honig. Ich achte gleich mal darauf, wann der Kraftstoff fertig ist. Ja, ich bin gerade am Pflanzen hier. Ja, ich auch. Ich brauche wieder eine Axt übrigens. Mhm. Okay, ja. noch ein kleines Stück näher. Wir sind gleich da. Ja. Hm. Was ist das? Sind da da oben Kakteen? Ich habe keine Ahnung. Fahr noch ein Stück dran. Ja, ja. Hm. Bisschen seitlich. Mal gucken, wo wir da hin müssen. Das ist wie so eine Halloween-Insel. Was ist ja thematisch gerade? Ja, ich meine, vorgestern? 31. Der war. War vorgestern, ne? Ja. Ja. Ja, also dann nochmal, nochmal nachträglich frohes Halloween.
So. Erstmal trinken, dann. Warte. Ich sehe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, irgendwo da hinten ist, ist ein Anlegepunkt. Sieht auch voll anders aus. Ja. Aber nach links. Eine Treppe ist da. Okay, diese Insel scheint sehr klein zu sein. Ja. Ich frage mich gerade, wie kommen wir an diesen Handelsposten? Naja. Ja, ne? Wenn ich erstmal gucken, ob wir da anlegen können. Ja. Naja, wir haben ja unsere Stairway hier. Also das sollte eigentlich kein Problem sein. Nicht nah genug dran gehen. Das ist wahr. Wir können wortwörtlich zum Handelsposten da hingehen. Also dahin sehe ich eine Leiter, aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich glaube, das hier ist unsere Andockstelle. Ja. Okay. Ein bisschen noch ein näher Stück noch. Näher. Ja, ein Stück näher noch. Ein bisschen näher noch. Ein bisschen näher noch. Ein bisschen näher. So. Wollen wir anhalten? Ja, mach mal. Jetzt mal ein bisschen schwimmen. Oh, da hinten sehe ich schon. Da hinten sehe ich unbemannten Kunststoff. Jawohl. Unbemannten Kunststoff. Warte, Moment. Ja, ich muss mich erstmal vorbereiten. Ich habe alles voll und so. Ja, ich nehme mir auch mal hier ein paar Wassermelonen mit oder ein paar Ananas. Die ganzen Dinger hier leeren. Boom, boom. Ja, stimmt, das ist eine gute Idee. So, ein bisschen Metallerz noch. Schmelzen. Ich hab nur so viele Kartoffeln bei mir. Ich habe Kokos ist bei mir, ja. Okay. Na, warte. Planken. Hab schon wieder so viele bekommen. Schrott. Ich hoffe nur, da kommt jetzt stark ist, weil ich habe jetzt immer noch nur meinen. Ja, ich habe noch ein paar Pfeile bei mir und auch noch ein Holzspeer. Also wir können uns noch verteidigen. Das ist nicht das Problem. Ich brauche eine Axt. Eine Axt brauche ich. Axt habe ich noch. Schrott und Bolzen. Schrott. Stell dich aber noch. Und einen Bolzen bitte. Ja, keine Planken drin. So. Okay. Warte, ich leg nur eben meine Planken ab. Und auch meinen Kunststoff. Ich habe auch noch ein paar Seile, die ich auch eben ablegen muss. So. Okay. Bereit? Warte, ich nehme mal zu trinken mit. Holzhalber. Ich habe Trinken in Form von Ananas mitgenommen. Ja, wenn ich. Also ich habe zwar jetzt nichts zu essen, aber die Insel scheint nicht groß zu sein. Immer Kokosnüsse mit. Ich sollte mal meinen. Aber warte, Moment. Eine Sache habe ich vergessen. Soll mal meinen Motor ja wegpacken. Bin ich noch dabei. Ich muss den umplatzieren, aber. Muss ich erstmal erweitern, das Fluss. Ja, darum kümmere ich mich später. Also gut, los geht's! Alles klar. Ich würde sagen, da links, ne? Der Hai ist hinter dir. Ah. Ja, ich hab's gerade gemerkt. So. Oh Gott, geh weg. Ich bin am Land, du kannst mir nichts. Das sind wirklich Kakteen, die hier sind. Kann man die einsammeln? Nee, aber du kannst dich auch nicht dran verletzen. Ja, das ist eine Ziege. Das erste, was ich ausprobiert habe. Da habe ich auch gerade ausprobiert. Das ist eine Ziege, hier geht's hoch. Da war irgendwo Kunststoff. Ja. Ne. Hilfe. Okay, hier geht's nicht weiter. Gehen wir mal hier weiter. Da, Kunststoff. Da liegt Kunststoff. Warum liegt hier Kunststoff?
Bienen. Oh, Bienen. Das heißt, hier gibt es Bären wahrscheinlich. Honigwabe, ja damit. Ja, ich habe die Bienen eingefangen, aber ich habe auch ein bisschen Schaden bekommen. Da ist ja bestimmt irgendwo ein Bär. Hm. Auf jeden Fall, hier ist auf jeden Fall Ananas. Okay. Ein Mangobaum. Ein kleiner Mangobaum ist hier. Hier ist noch ein Baum. Ich glaube, das ist ein Kokosnussbaum. Hier ist noch ein Mangobaum. Oh, noch mehr Kunststoff. Ja, genau das Baum war. Geh nicht so weit voraus. Ich bin noch da hier oben. Hier haben wir ein Dings. Wohnwagen? Ja. Wohnwagen? Ja. Seilrutschen, Werkzeug erforderlich. Was? Eine Seilrutsche? Können wir die auch irgendwo finden? I have no idea. Hallo? Schauen wir uns eben. Hier sind noch mehr Wohnwagen. Das ist eine Kiste. Rezept nur. Kokosnussschlag haben wir dort schon. Oh, da ist was! Da ist ein Schwein! Wow. Da, was zum. Das ist aber ein dickes Schwein. Ja. Warte. Da. Wow. Nein! Wow. Na. Okay, schnapp dir das Schwein. Ah, nein. Ich wäre auch beinahe runtergefallen. Hat er einen Schweinekopf von dem holen? Ich glaube, er hat keinen Kopf hinterlassen. Nein. Aber okay. Es war mal was anderes. Naja. Jetzt nur die Frage, wo bin ich jetzt hier und wie komme ich wieder hoch? Ja, mehr ist ja irgendwie nicht anscheinend. Irgendwas muss doch hier sein. Melonen sind hier. Man kann doch jetzt nicht ernsthaft erwarten. Was die Kakteen. Ich meine, theoretisch können wir ja mit der Stairway immer noch da hoch, wenn wir wollen. Ist jetzt nicht so ein Problem. Ich glaube, hier ist noch etwas. Ich glaube, hier sind Pufferfische. Na okay. Pass. Oh mein Gott. Ich habe hier was gesehen. Schau mich ja noch um, aber hier irgendwie ist ja nichts mehr. Aber. Hast du Leder bekommen auch von dem Ding? Nee, ne? Doch, ich habe von dem Schwein Leder bekommen. Okay, also ich habe mich jetzt hier umgeschaut, hier ist irgendwie nichts mehr. Also hier unten ist auf jeden Fall noch was. Ja, ja. Stimmt. Also ich meine jetzt im Wasser. Ich sehe da unten nämlich einen Container. Aber ich muss erstmal wieder zurück, weil dieser scheiß Hai mich nicht in Ruhe lässt. Aber weißt du was? Ich werde mir jetzt erstmal einen Metallspeer machen. Seilrutschenwerkzeug erforderlich. Ja, wo kriegen wir das denn? Ja, wollte ich gerade fragen. Wo kriegen wir das her? Erstmal, warte mal, erstmal Waffen, Metallspeer. Was brauche ich dafür? Ich brauche noch einen Bolzen. Geh ich auch mal unter Wasser gucken. Ja, Moment. So, Metallspeer. Da bestimmt hier irgendwo ein Rezept versteckt haben oder so. Das werde ich mir jetzt auch jemanden sehen. Ich habe übrigens noch einen Pufferfisch gefunden. Mein Gott, das sieht ja. Oh, Metallerz. Sieht aber aus, als könnte das hier sehr tief runtergehen. Fuck, ich glaube, ich sterbe. Wieso? Ich bin tot. Wieso? Weil ich keine Energie mehr habe. Oh Gott, da kommt der Hai und. Ich bin tot! Nein, wo bist du? Ich bin unter dem Floß. Floß. Ich meine, ich habe gerade irgendwas unter Wasser gefunden. Boah. Ja. Da brauche ich meinen Taucher für. Ja, wo ist unser Floß? Muss ich eigentlich nur nach oben gucken. Ich glaube, ich bin irgendwo unter den Netzen. Okay. Also Sekunde. Ich hole mir erstmal meinen Taucheilm am besten. Ja, ich sehe dich. Habe ich gesehen. Habe die Violette von dir gesehen kurz. Warte, ich hole mir kurz meinen Taucheilm, damit ich hier nicht ertrinke oder so. Wo habe ich hier nochmal hingepackt? Moment, mein Bro ist ja tot. Ich muss mal eben meinen Taucheralm holen. Ich habe ja meinen Taucheralm an, sehe ich gerade. Du bist doch teilweise echt ein Doof, ey. Da.
Wie gesagt, ich habe da oben da unten halt einen Container gesehen. Na, dann gehen wir mal da hin. Ja, dann, das wollte ich mir jetzt halt nur eben ansehen. Und erstmal vielen Dank und. So, warte, Moment. Erstmal hole ich mir eben eine Heil. Ich hole mir eben die Heilsalbe. Salbe und nutze die eben. Es kann ja nicht darauf angehen, dass ich mir das hier gefallen lasse. Also ich bin der Heiltöter Nummer 1. So, was wollen wir denn jetzt die Samen ja hingepackt für Melonen? Ich habe die Kiste etwas weiter abseits gestellt. Wo? Oh, hier? Ah. Hast du gefunden? Ja. Gut. Rezept Kokosnussschlag. Haben wir den schon gehabt? Das ist ein Smoothie. Ahnung. Oh, 3 Kokosnüsse, 1 Rübe. Das ist ja gar nicht so schwierig. Das ist wirklich nicht schwierig und das können wir auch machen. Aber. Oh, Kokosnuss, Rübe. Haben wir noch nicht. Hab ich mal auf der Rückseite hingepackt. Nee, jo, warte. Töte eben den Hai und dann. Aber. Schnapp ich mir den Container. Ich pack doch mal Rezept mal da drauf. Ich hab gerade. Wie es der Zufall will, habe ich gerade eine Rübe und 3 Kokosnüsse. So. Scheiß Hai. Hi. Penner. So, schau mal. Penner Arschloch. So. Hab den Smoothie mal gemacht. Alles klar. Und ich sehe da unten auch, glaube ich, noch Metallerz. Weil da war definitiv noch viel unter Wasser. Ja, da ist auf jeden Fall eine Menge unter Wasser. So, und während du da unten rumschwimmst, versuche ich mal die Stairway so ein bisschen da hinzulenken, damit wir vielleicht da hochkommen. Ich glaube, ist die nicht da schon so gut platziert? Ja, es geht. Ja, ich habe zu viel Fallschaden oder so nehmen. Jetzt bewegen wir uns natürlich davor. Hilfe! Ja, ich kann ja mal gucken. Oh Gott, jetzt ist es dunkel. Naja. Und übrigens, in dem Container ist nichts drin. Aber hier ist Ton. Und Sand. Und noch mehr Sand. Und Seetang. Gott, kann man das erreichen? Ich glaube ja. Ich hole mir jetzt mal eben meinen Taucherhelm. Ja, wir können das Ding erreichen von hier aus, glaube ich. Können wir? Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal eben zum Handelsposten. Ja, gehen wir erstmal schlafen, bitte. Bevor wir sehen. Ja, stimmt. Und ich sollte da auch jetzt nicht hingehen, ohne volle Gesundheit zu haben. Ja, weil wir kriegen bestimmt ein bisschen falsch an. Ja, ich glaube auch. In der Höhe. So. Okay, warte, ich tue eben meinen Bärenkopf ab. Setz meinen Taucherhelm auf. Okay, ich bin schlafen. Geh schlafen. Schummi. Dann lande ich wieder ein Stockwerk höher. Haha. Gut. Hast du die Würfel und so weiter alles dabei? Die Würfel und die Handelsmünze habe ich bei mir. Gut. Weiß nicht, ob wir genug haben. Aber ich werde noch eben das Haifleisch mal eben auf den Grill schmeißen. Damit es gleich fertig ist. So. Dann gehen wir mal Richtung Stairway to Heaven. Ja. Warte, ich komme sofort. Ein bisschen Dings neu rein. Oh, Bolzen habe ich bekommen. Geil. Da oben sind noch Bienen drauf. Ja, habe ich gesehen. Okay, ich komme. Ich hab's geschafft. Also Schaden genommen? Ja. Nee, nicht mal. Bin ja auch nicht gesprungen. Ist noch ein bisschen Kunststoff. Joppa. Aber. Autsch. Ich hab ein bisschen Schaden genommen. Du bist gesprungen, oder? Ja. Oh, Schrott liegt ja einfach so. Das hättest du nicht tun dürfen. Da ist was. Das ist eine Kiste. Hey, Metallbarren und. Boah, da waren 2 Metallbarren drin, Scharnier und Bolzen. Sehr gut. Seilrutschen, Rohrrutschen, Werkzeug erforderlich.
Ich glaube, hat mich weh. Und schaut mal beim Handelsposten um. Na, ich sammle, ich hol uns mal eben mit Kunststoff. Ja, gute Idee. Ich guck mal, ob hier unten noch was ist. Rezept Deluxe Wells. Hier ist die. Titanerz brauchen wir jetzt nicht. Kühlschrank kann Lebensmittel und alles andere aufbewahren. Könnten wir uns sogar holen. Ja. Und oder ein Surfbrett. Jemand hatte Pech. Müssen wir uns noch unter Wasser. Ja, müssen wir uns unter Wasser ja noch ein bisschen umschauen wahrscheinlich. Piratenhut, ahoi, Segel setzen! Oder hier eine Sonnenbrille für die sonnigen Tage. Okay, da unten war nichts mehr, wo die Leiter war und so. Nee. Ich hab gedacht, vielleicht finden wir irgendwie hier so ein Rezept irgendwie, so einen Bauplan für dieses, was wir hier brauchen. Ich überlege mir, ob wir uns eine Garderobe holen sollen. Kann man da nicht irgendwie was mit Seilrutschen irgendwie hier kaufen? Nee, leider nicht. Ich habe jetzt mal hier die Müllwürfel genutzt, um uns die maximale Anzahl an Plastik zu holen. Okay. Aber sonst ist hier auch nicht wirklich was. Müssen wir mal das gucken. Na, müssen wir uns ja noch so ein bisschen unter Wasser umgucken. Ja. Aber trotzdem. Warum finden wir hier eine Insel, wenn wir hier noch gar nichts dran machen können? Ja, wahrscheinlich hätten wir erst hier später eingehen sollen. Na, wahrscheinlich. Übrigens die Leiter. Jetzt tief runter. Ich schaue mich hier mal um. Also ich denke mal, wenn wir das Seilwerkzeug hätten, dann könnten wir uns hier halt von genau, dann hätten wir uns nämlich dann halt ganz einfach auch so zum Handelsposten bewegen können. Ja, ist klar. Müssten wir halt wieder hier dorthin, wo dieser eine Wohnwagen steht. Jetzt könnten wir uns dann hier rüber schwingen, wo ich jetzt gerade stehe. Dann hätten wir dort aus hochgehen können und dann von oben aus einen der beiden Rutschen verwenden können. Ja. Ach, ja, das Metallherz. Was so tief unten. Boah. Ich bin ein bisschen unter Wasser. Oh Gott, da hinten ist der Hai. Bitte sehe mich nicht. Ich kann jetzt auch gerade tatsächlich nicht helfen, weil ich zum einen verduste und zum anderen auch noch verhungere. Oh mein Gott. Und zum anderen, ich habe auch keinen Platz mehr. Oh mein Gott. Nein, wo ist das Metall? Ich habe es doch gerade gesehen. Kupfer? Oh Gott. Ja, ich glaube, da war Kupfer, was ich gesehen habe. Nein. Hey, Kupfer. Kupfer ist Kupfer. Übrigens, das Schwein hat, hat Leder hinterlassen. Naja. Oh. Ey, ich habe explosiven Schleim. Sieht aber aus, jetzt können es tief runtergehen. Warte, das sollten wir uns mal ansehen. Ich bin ja schon hier am Tauchen. Ja. Ich muss hier eben ein bisschen Platz schaffen. Schon kreis mal hier die ganze Insel. Ich habe gedacht, aber wer, das ist eigentlich nur viel Schrott und so. Aber das heißt so tief, bis ich da erstmal unten angekommen bin, ne? Bin schon wieder halb ertrunken. Trink erstmal unter Wasser etwas Wasser. Unter Wasser etwas Wasser. Das macht Sinn, ne? Sag mal, wir sind doch hier unter Wasser. Wie kann denn da überhaupt ein Feuer? So, was sieht hier? Ja, von jetzt an werden wir ständig gejagt. Ständig. Aber wenigstens ist es warm hier am Feuer. Ich wollte schon sagen, wie können die unter Wasser überhaupt? Hauptwasser, Feuer machen. Ach, beantwortet mir das. Also ich finde ja nur Schrott. Wortwörtlich. Ich glaube, vielleicht noch ein bisschen Metallerz. Nice. Oh Gott. Ich will noch mal trinken, aber schaffe ich noch. Da ist noch mehr. Erstmal Luft holen. Komm hoch, Alter. Oh Gott.
Ah, nee, aber, nicht, aber, dass du mir hier absäufst. Oh Gott, ich bin halb tot. Ich gehe mal lieber an Land, bevor der Hai mich zerfetzt. Oh. So, ich habe über die Hälfte der HP gerade verloren. Für zwei Metallerze. Damn. Oh, da hinten schwimmt noch eine Kiste im Wasser, aber die ist voll weit weg. Irgendwie werde ich auch nicht vom Hai angegriffen gerade. Das ist gut. Ja. Ah, ich sehe ihn, Hai. Ui, 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 ui. Dauert ein bisschen. Ich wollte gerade zur Kiste hingehen, aber geh du mal dahin, ne? Ich nehme an, du gehst da gerade hin. Ja. Aber okay, ja, ich gehe auf den Floß, bin fast tot. Ja, geh du aufs Floß, ich mach ein Blatt. Du ein bisschen Metall schmelzen oder so, keine Ahnung. Ja, mach mal. Ui, 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 ui. Okay. Ist der Kunststoff da reingetan schon? Ja. Natürlich. Ja, sieh, Digi. Kann ich wieder unsere Motoren ja dahin packen? Ja, ich habe auch genügend Kraftstoff. Ja, ist, glaube ich, auch noch in der Mache. Na, das ist da noch Honigfarbe. Her damit. Ah, das war zu spät. Bin gleich fertig mit dem Hai. So. Oh Gott, wie habe ich das nochmal gemacht? Drei Dinger müssen hier hin. Ne? Das heißt 1, 2, 3. Hier. So, jetzt sind mir die Planken ausgegangen. Oh. In der Kiste sind noch mehr als genügend. Ja, ich weiß. So. Alter! Alter, ja, ernsthaft, dieser Hai pisst mich gerade ein bisschen an, ey. Okay. Danke. Oh, so viele Platten haben wir auch nicht mehr. Oh, wir haben mal Bäume. Ja. Mann, ey. Warum denn nicht gleich so? So, dann kommt das hier. Ich würde mich halt echt noch weiter umschauen. Aber ich glaube, mehr scheint hier echt nicht zu sein. Aber war das denn die Insel? Das war unmöglich. Das kann nicht Caravan Town gewesen sein. Nee, das war die nicht. Wir sind noch 600, 700 Meter entfernt. So, oh Gott, wo habe ich den Motor jetzt hingepackt? Hier, ne? Ja, bei dem Essen. Genau, tust einen Motor zum Essen. So. Da kommt unser. Ja. Warte, was ist das denn hier? So, nächste Motor platziert. Ja. Ach so. Aber irgendwie. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwie in Caravan Tower und irgendwie die Möglichkeit finden, mit einem Seilrutschen zu nutzen. Ja, hoffentlich. Also ich denke es zumindest. Es ist halt so ziemlich am plausibelsten. Da. Ich fange jetzt. Ja, warte, ich hole mal eben den Kunststoff. Ich fange auch mal hier wieder an, ein bisschen Sachen zu reparieren. So, ich tue mal unser Floß ein bisschen abschmälern. Ja. Dann kann ich hier weiter bauen. Habe ich den jetzt eingesammelt? Ja. So, dann kommt der nächste Motor hier hin. Dann fehlt nur noch einer. Beziehungsweise zwei.
Aber wir waren ja noch keine 6. Nein. So, wo muss hier noch was repariert werden? Eindeutig hier. Nein, nicht mehr da. Da will ich schmäler machen. Ach so, da willst du schmäler machen. Entschuldigung. Ja. Okay. Wenn ich den hier eben platzieren könnte, ne? Nicht voll machen, da muss ich den links rein. Ja. Ich krieg den irgendwie nur gerade nicht platziert. Na hier, da sind noch Stellen. So. Denn die müssen repariert werden. So, 4 Motoren platziert. Ausgezeichnet. Die sind alle miteinander verbunden. Gut, die Schäden hier vorne sind auch alle ausgebessert. So. Da muss ich nur noch jetzt ein hier hinpacken. So. Ich kümmere mich jetzt hier erstmal wieder um Ordnung. Blöder Vogel. Ich wollte gerade sagen, ich höre hier direkt was. Das erste, was kommt, blöder Vogel. Ja. So. Ich guck gerade. Ist das? Kreischerkopf als Erinnerung. So, die Handelsmünzen und das brauchen wir nicht mehr. Kommen wieder zurück. So, da ist der Kraftstoff fertig? Der Kraftstoff ist sogar fertig. So. Rott kommt da rein. Dann habe ich noch etwas Kunststoff übrig. Rein damit. Sortieren. Jetzt stelle ich mir eben meinen Garten. Hi, mampf den weg. Da, explosives Pulver. Wieder fertig. Ich. Aber dann, dass wir das auch mal wieder gesehen haben. So ein Pufferfisch. Ja. Auch schon wieder eine Weile her. Ja, brauche ja nicht wirklich was hier zum Fangen. Ja, stimmt. Ich habe ja auch im Moment kein Netzwerfer mehr. Ja. Dann habe ich ja verloren. Ton so. Haben wir wieder. Sind die Bienchen schon wieder fertig? Ups. Warte nicht. Ich bin ja am Bauen. Sich die Bienchen. Ne, die Bienchen sind noch nicht fertig. 1, 2, 3, dahin. Dahin. Da ist schon wieder Kunststoff ausgegangen. Fast fertig hier. Alles klar. Boah. Hm. Ich weiß auf jeden Fall, welche Tiere wir auf jeden Fall mehr brauchen. Was denn? Wir brauchen unbedingt mehr Dodos. Okay. Mein Gott, uns sind die. Ich meine, davon haben wir nur einen. Oh echt? Okay. Ziegen brauchen. Ja, wir haben nur einen Dodo. So, oh Gott, ich muss mal trinken. Und der kann ja nicht für uns ja hier ununterbrochen hier Eier auskacken. Das können wir ja nicht zulassen. Doch, das kann der. So einer bist du also. So. So, jetzt lass mich noch da hinten fertig bauen. Dann sind unsere Motoren erstmal alle an einen Ort. Können jetzt alle befüllt werden. Jo. So. Okay. Komm, so, jetzt habe ich auch endlich mal dafür gesorgt, dass die Ziegen auch endlich mal gebraucht werden. So, denn. So. Wo war nochmal die Kiste für die Baumsamen? Die waren oben, ne? Direkt neben den Bäumen, ja. So, alle Motoren sind jetzt platziert.
man nur noch ein Rohr oder zwei und dann sind sie alle verbunden mit dem Kraftstoff. Alles klar. Da sind Mangosaft. Hast du irgendwie Hunger oder Durst? Nee, nicht wirklich. Okay. So. Nehme ich mir eben das Haifleisch mit und dann kommt es eben in die Kiste rein. So, wo bist du? Ich höre dich. Nein, Finger weg. Hm? Ja, hi. Ja, hi. Oh mein Gott, ich gehe. Da kommt der Vogel. Das ist unglaublich, ne? Meine Güte. Hey, wie unsere Dinger hier die ganze Zeit weg sind wegen denen. Hm. Ich hab hier gerade erst alles wieder repariert. Mein Gott, ey. So, jetzt sind die Honigwaben fertig. Jo. Ich muss auch neue Blumen pflanzen. Naja, ich habe schon ein paar reingepflanzt gerade. Wunderbar. Gut. Ach, das Teil braucht wieder Wasser. So. Ich müsste mir irgendwann nochmal einen neuen Sprinkler bauen. So, was wollte ich jetzt machen? Mein Gott. Rohre. Ich habe die nicht gefunden. Wo sind die? Die sind, ja, wo sind sie denn? Ganz oben. Bei andere, alles klar. Gott, brauche ich nur Schrott, Gott sei Dank. So, ich habe noch ein paar Kartoffeln übrig. So, alle Motoren sind jetzt verbunden. Ausgezeichnet. Na, ich höre schon wieder einen Vogel. Wo ist er? Der ist bei den Blumen. Okay, cool. Wenn du den Kraftstoff da rein tust, dann werden sie alle befüllt. Wie viel brauchst du? Kraftstoff? Wollen wir nicht. Ich hab ihn. Wo soll er denn rein? Ja, in den Motor, ne? Werden die alle befüllt. Warte, ne, wo ist denn der Hauptmotor? Ja, an der Wand. Da ist er. Lass mal sehen. Hast du viel da reingetan? Ich hab vier reingetan. Okay. Sieh es dir an. Voll. 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 Voll, ja, alle sind voll. Und der ist auch noch voll. Gezeichnet. Ja. Ja, geil. Der Einzige, was ich mir noch wünschen würde, ist, dass man die alle auf einmal einschalten kann. Ja. Also wie das Teil ist noch voll. Also um diese ganzen Motoren hier alle gleichzeitig zu befüllen, brauchen wir insgesamt 7-mal Biokraftstoff. Okay. Ja, und ich habe jetzt noch einen übrig. Was? Aber ich habe schon noch ein neues bereitgestellt. Was ich auch noch machen werde, ist tatsächlich, falls ich noch das habe. Aber ich werde noch versuchen, mir noch einen Bienenstock zu bauen. Ja, wenn nicht schlecht. Und jetzt muss ich aber eben gucken. So, war es nochmal? Ich muss Planken farmen. Ja, wir haben keine Planken mehr. Muss ich die Bäume erstmal abholzen hier? Oh ja, stimmt. Ich brauche dafür. Ich baue nämlich viele Planken dafür. Okay. Ja, ich bin dabei. Ja, ich brauche 20 Planken dafür. Ja, ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ein Kunststoffrohr hier auch. Davon brauche ich 8 Stück. So, Ton brauche ich und ich brauche Scharniere. Scharniere haben wir mehr als genug. Ton aber auch ein bisschen wieder. Ton brauche ich tatsächlich auch für den Stock. Dann würde ich sagen, nächstes Mal versuchen wir hier mal. Sind wir eigentlich fertig auf der Insel? Ja. Irgendwie finden wir da schon. Nichts mehr. Ton ist noch ein bisschen Schrott und so, aber. Ja, das können wir liegen lassen. Finden wir da überall. Hm. Also ich mal
Warum hast du jetzt nur einen eingepackt? Oh, da ist ja was drin. Warum sagt mir das denn niemand? Mal Mangosamen da rein. Jetzt ein Mangosamen. Diese Sache sagt mir denn niemand, dass da. Hey, Kokosnussschlag. Ja. Ja, das ist ja ich habe ihn ausprobiert. Mm, tasty. Ich meine, Kokosnüsse haben wir mehr als genug. Tu mal noch einen rein. Warte, ich hole eben eine Rübe. Ja, warte mal, ich tu mal den bisschen nach vorne, weil der so einfach ist. Was tun wir hier? Ich meine, Erdbeeren haben wir noch gar nicht. Tu mal die. So, drei Kokosnüsse noch. Warte. Wo ist er? Hier. Ich tu mal die einfachen Sachen lieber nach vorne hängen. Na, drei Kokosnüsse, eine Rübe. Ja, rüber habe ich da schon platziert. Warte, ich lege ihm die Kokosnüsse dahin. Ich gedacht, dass man die Rezepte auch auf der Rückseite hinpacken kann. So. Okay. Lasst knacken. Also wie gesagt, ich brauche jetzt noch 20 Planken, bitte. Ja. Oh, ich habe gerade 20. Oh, Ich habe schon wieder einen Vogel. Du Miststück, geh weg. In der rechten Essenskiste habe ich 20 reingepackt. Rechte Essenskiste? Jawollo. So, ist er dafür? Gießen muss ich noch. Ja, dann baue ich uns jetzt noch einen Bienenstock. Ja. Und stehe ich natürlich dann zu dem anderen Bienenstock. Perfekt. Das. Jetzt haben wir drei Bienenstöcke hier rumstehen. Ja. Und ich glaube, mit den Bienengläsern, die ich noch habe. Das reicht nicht. Ich bräuchte noch mindestens ein Bienenglas mehr. Dann könnte ich sogar noch einbauen. Na, Glas haben wir doch mehr als genug. Ne? Ja, natürlich. Sicher. Ja, mal Kels. Sicher. Der Kunststoff kommt wieder da rein. Planken. So, jetzt kann ich den Taucherhelm auch wieder wegtun. Wir haben mal dieses Seil hier. Was? Also. Ja, unsere Presse eigentlich auch irgendwie. Nee, habe ich jetzt auch gerade nicht. Schau mal kurz bei den Tieren. 20 Palmblätter. Ist das Ding überhaupt noch an? Ja, ein bisschen ist da noch drin. Okay. Cool. Noch mal die ganzen Blumen hier ernten. Wieder reinpflanzen. Ich überlege mir auch, ob ich hier noch ein bisschen mehr Wiese hinbauen soll. Ich doch. Ja. Die sind damit halt immer so schnell weg. Die sind halt immer so schnell weg. So, Tiere sind alle versorgt. Ich hab sogar noch ein Ei genommen. Na. Du Mistvieh, geh weg. Wir müssen unbedingt mal mehr Blumensamen wieder sammeln. Mhm. Ja. Gott, kommen wir gerade nur so mit aus. Ein Überrest Samen haben wir. Das war's. Boah. So, ich glaube, wir bauen aber langsam mal mit der Batterie für unseren PC oben. Ja, für unser Navigationssystem. Ja. Sonst. Ich kümmere mich eben drum. Sonst können wir nicht weiter zur Caravan Town in Segel. Ja, ich kümmere mich eben darum. So.
Vom Schrott und Kunststoff. Warte, ich muss auch eben die Rohkostanlage wieder voll machen. So, bauen brauche ich erstmal nicht. Ich muss gegen mehr Sachen kämpfen. Ich laufe hier die ganze Zeit mit 3 Speeren rum, 3 Holzspeeren. So, ich habe 2 neue Batterien gemacht. Ja, ausgezeichnet. Ich lege sie mal in die Kiste rein, wo und zwar dort auch, wo und zwar unter der Kopfkiste. Da sind die drin. Boah. Ich habe schon wieder einen Vogel. Ja, der stimmt. Gut, gut, dass du das gerade machst, weil ich war ja gerade beschäftigt. Mein Gott, reicht noch gar nicht aus. So. Ich habe 2 Ladungen mitgenommen. Ist immer noch nicht alles befüllt. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen mittlerweile ganz schön viel. Und ich weiß, was wir auch wieder brauchen. Wir brauchen mehr Planken. So. Nein. Was heißt alles leer? Muss ich doch bestimmt auch irgendwann mal noch bessere Wasserreiniger geben oder so. Noch bessere? Ja, hoffentlich. Ja, wir können auch im Moment gerade keine neuen Suppen machen. Machen, oder doch? Ich tue die ganze Zeit nur. Also, ich tue schon seit Ewigkeiten immer nur die. Ja, ich weiß. Ja, dann können wir irgendwas anderes kochen. Irgendwie nicht. Ne? Ja, ja, nee, ja, irgendwie kommen wir nicht dazu, oder? Oder warte mal. Wir können schon andere Sachen machen, nur halt, wir haben von den anderen Sachen haben wir halt nicht so viel. Obwohl, warte mal, Hai haben? Das könnten wir machen. Kokos aus Hähnchen. Haben wir nicht gerade schon. Da haben wir schon doppelt. So, weg damit. Also Hai haben, das könnten wir machen. Mal sehen. Silberalge. Pilzomelett. Ja, und ein Pilz, ja. Ich müsste halt nur wieder ein Hai finden. Warte mal, vielleicht finde ich hier irgendwo einen. Nein, guck mal da ist einer. Ich mach uns gleich mal eine andere Suppe. Hey, hi! Traust sie doch nicht! Aber der traut sich ja doch. Ich mach uns gleich mal eine andere Suppe. War das? So, unser ganz metallisch Erz wieder geschmolzen. Jetzt nochmal 34. Boah. Boah, ausgezeichnet. Das heißt, wir können uns gleich wieder. Ja, richtig gute Sachen machen. Oh, wir haben ja nur Sachen hier im Mülleimer. Leere Tasse, Kokosnussdingens. Weg damit. Ja, kannst du einfach auf Entfernen drücken. Habe ich wahrscheinlich beim letzten Mal vergessen. So. Ja, wenn du ja Materialien von der Suppe hast, mache ich erstmal unsere normalen. Ja. Ich hab gleich die Materialien zusammen. Oh Gott. Brauch nur diesen Hai dafür. Hey, das ist schon wieder eine Blume ja weggefuttert. Das gibt's nicht. Wie machen die das überhaupt? Warum tun die Blumen futtern? Das sind Vögel. Klar fressen Vögel Blumen. So. Nur ich dachte halt nicht, dass Möwen das tun, weil Möwen fressen ja eher Fische als Blumen. So. Ich habe die Materialien zusammen. Ist deine Suppe fertig? Weil nicht, glaub nicht. Nein, deine Suppe ist noch nicht fertig. Deswegen muss ich jetzt eben mal deine Rüben wegräumen. Warte. Okay, dann lass mich mal ran. Mein Gott. So. Dann wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ja, Spoiler, eine Suppe, ne? ja, daraus wird eine Suppe. Und da und warte mal, die könnte ich sogar noch mal machen. Ist auch wieder eine gute Gelegenheit, um wieder ein bisschen Stuff loszuwerden. Ja, wo hast du die Batterie? Wo ist unsere? Hier, alles klar. Ja, in der rechten Kiste unten. Müssen wir gleich mal unseren PC hier. Unser Navi eingeben. Ja, für das Navi eingeben. Versuchen wir mal gezielt dahin zu gehen.
Boah, wir sind so abgewichen. Ja. 1140. Damn. So, ich würde aber sagen, das war es dann für den Part, nachdem die Suppe da fertig ist. Ja. Ich hoffe mal, dass die Suppe gleich fertig ist. Essen, die werde ich mir dann gleich mal nehmen. Na los! Na los! Na los! Na los! Ich weiß nicht, ob die anders aussieht. Ja, ich werde es ja gleich sehen. Na los! Verhungere gleich. Nee, ich tue, sieht genau gleich aus. Sieh dir das an. Wo ist denn jetzt her? Warte, ich schmeiß rein. Ist ja. Hier. Kuchen. Bitte. Den Happen. Pilzkuchen. Mit dem Bärenkopf. Hat die mehr gegeben? Boah. Das füllt hungermäßig echt viel auf. Fast, ich glaube, um die Dreiviertel Hunger füllt das auf. Ja, ich mir auch gleich eine. Ja, die kannst du dir nehmen. Das heißt, wir wissen jetzt auf jeden Fall, was wir auch mit den Algen machen können. Ja, einen Moment mal. Also wie gesagt, du brauchst dafür halt zweimal rohes Haifleisch, dann brauchst du noch einen Pilz und einmal Algen dazu. Also eine diese Silberalgen. Apropos Hai. Die eine Batterie hast du genommen, ne? Ja. Alles klar. Da ist ja wieder kein Honig drin. Rein damit. Da ist wieder Kraftstoff drauf. Ausgezeichnet. Hallo, es gibt mehr. Ich will auch den Hai futtern. Ihn nämlich aufnehmen. Das klang ziemlich falsch, Dude. Na los. Ich will auch so eine Hai-Pastete haben. Hai-Happen. Hai-Happen, uah. So. Na, willkommen, Bruder, Hai-Happen. Hai-Happen, uah. Schluss mit dem Hai-Happen, uah. Na ja, fast voll. Sag ich doch. Ja, gut. So. Ja, gut. Oh, ich hab gehört, da hat jemand ein Ei gelegt. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal schlafen. Und dann. Ja. Wo kommt denn das her? Hast du ein Buch hier platziert? Was? Was für ein Buch? Hier so ein Buch. Auf dem Tisch. Warte, was? In unserem Zimmer. Ach so, das habe ich da schon hingesetzt. Hast du jetzt es gesehen? Ja. Damn. Darüber muss ich erstmal schlafen. Warte, Moment. Ein Moment. Muss nur eben. So, hallo, jetzt kann ich auch schlafen. Schlafen gehen. Beim nächsten Mal. Ich bin schon muss auch auf dem Weg Richtung Caravan Town. Ja, hoffentlich erreichen wir mal endlich. Ja. Ja, ich bin auch voll dafür. Gut, dann sag ich Schreihals. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Selber. Ja. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.